Mini-PCs, Gaming-PCs, Barebones, All-in-Ones, die Welt der stationären PCs ist vielfältig. Wir zeigen Ihnen die derzeit besten Desktop-PC am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist MSI Mac Aegis TI 5. Bei diesem PC ist die Zielgruppe auf den ersten Blick offensichtlich: passionierte PC-Spieler, innen. Der PC im abgefahrenen Cyborg-Design ruft Preise auf, die nichts für schwache Nerven sind. So sind für die Variante mit RTX 3090, Core i9-11900K sowie wahnwitzigen 128 GB Arbeitsspeicher weit mehr als 4000 Euro fällig. Trotz des futuristischen Antlitzes ist das Gerät seit kurzem allerdings nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Intels neue Prozessoren der 12. Generation, die einen klaren Generationssprung zeigen, sind für den TI 5 nicht verfügbar. Auch beim RAM muss man sich mit DDR4 begnügen, während DDR5 bereits am Markt verfügbar ist. Das heißt beileibe nicht, dass der High-End-PC nicht allen Herausforderungen gewappnet wäre. Bei einem derartig hohen Preis wäre allerdings doch etwas mehr Zukunftspotenzial wünschenswert. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Terra PC Micro 7000 Silent Greenline, 1.009.723. Der PC Micro 7000 ist außerordentlich klein und passt wirklich auf jeden Schreibtisch. Dank einer Weserhalterung können Sie den Mini-PC sogar an der Rückseite dafür geeigneter Monitore befestigen, um so eine Art All-in-One-Gerät zu erhalten. In dem kleinen Rechenwürfel steckt zudem einiges an Leistung. Die i7-CPU aus Intels 10. Prozessorgeneration arbeitet besonders stromsparend und hat gleichzeitig genügend Dampf unter der Haube für alle Office-Anwendungen und Videokonferenzen, dank 16 GB Arbeitsspeicher auch parallel im Multitasking. Schön ist, dass Wortmann dazu nur einen einzigen Speicherriegel nutzt und Ihnen dadurch ein weiterer RAM-Slot zur möglichen Erweiterung offen bleibt. Speichertechnisch setzt das System auf flotte M.2 SS-Technik von Samsung, die Sie um eine weitere 2,5 Zoll Festplatte erweitern können. Das System arbeitet trotz aktiver Kühlung angenehm leise. Lediglich beim Bootvorgang und sehr anspruchsvollen Aufgaben wird der Lüfter hörbar. Mit einer Leistungsaufnahme von gerade einmal 6 Watt arbeitet das System sehr sparsam. Für rund 1000 Euro ist das PC-System eine absolute Empfehlung für Büros. Alle wichtigen Schnittstellen sind ebenfalls vorhanden, wenngleich in nur geringer Stückzahl. HDMI, 2x USB-A und 1x USB-C befinden sich neben einem LAN-Anschluss auf der Rückseite, während ein Cardreader sich auf der Seite und je 1x USB-A und USB-C auf der Front befinden. Der nächste Produkt ist MSI Creator P100X. Den starken Prozessor von Intel mit bis zu 10 Kernen übertrifft nicht viel. Ähnliches gilt für die Grafikkarte, die in der maximalen Konfiguration eine Nvidia GeForce RTX 2080 Super ist. Beides zusammen eignet sich insbesondere für aktuelle Spiele in sehr guter Qualität bei 4K. Dabei sind Form und Design des PCs nicht minder wichtig. Gerade einmal 19 Liter ist das Gehäuse groß und stellt damit auch die Hardware vor ein paar Herausforderungen. Die einzelnen Komponenten befinden sich in abgetrennten Bereichen, die separat gekühlt werden. Das gelingt sogar mit vergleichsweise niedriger Geräuschentwicklung. Die optimale Lösung ist es aber nicht. Was bleibt, ist ein überragend ausgestatteter Gaming-PC, der aber kein ernsthaftes Aufrüsten zulässt und ziemlich teuer ist. Werden Größe und Optik mit einkalkuliert, ist der Preis aber gerechtfertigt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Apple Mac Studio. Mit dem Mac Studio hat Apple eine neue Mac-Variante auf den Markt gebracht, die sich erneut an eine ganze spezielle Gruppe von NutzerInnen richtet. Innerhalb der stationären Mac-Systeme reiht sich der Studio zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro ein. Dabei liegt er technisch gesehen jedoch viel näher am Pro-Modell, also im Bereich der professionellen Nutzung. Im Grunde ist der Mac Studio ideal für alle Kreativen, die Musik produzieren, Fotos und Filme bearbeiten und im Content-Creation-Bereich tätig sind, und dies idealerweise auch,
nebenberuflich tun, aber nicht auf die Mobilität eines MacBook Pro angewiesen sind und ein Leistungsplus bevorzugen. Sie können Ihr System nach Belieben sehr detailliert zusammenstellen und dabei zwischen Varianten beim Chip, Arbeitsspeicher und Festspeicher wählen. Dabei kommen die M1-Chips vom Typ Max oder Ultra zur Anwendung, die mehr Leistung besitzen, als man es je benötigen würde, solange man nicht in einem professionellen Studio arbeitet. Und selbst dort würde ein M1 Ultra vollkommen ausreichen. Im Vergleich hängen die aktuellen Apple-Chips, Intel-Prozessoren der 11. Generation und aktuelle AMD Ryzen-CPUs locker ab. Das hat den Vorteil, so man es überhaupt so nennen kann, dass den meisten AnwenderInnen die kleinste Chip-Variante mit seiner 10-Kern-CPU und 24-Kern-GPU ausreichen dürfte. Das schont den durch den Kauf ohnehin stark ausgedünnten Geldbeutel, denn der Mac Studio bewegt sich klar im Apple-typisch obersten Preissegment, beginnend bei 2.299 Euro. Dafür bekommen Sie aber auch ein edles Design, moderne Thunderbolt 4 Anschlüsse, eine 10 Gbit S-Ethernet-Buchse, USB-A-Anschlüsse sowie aktuelles Wi-Fi 6. Sie sollten unbedingt vor dem Kauf genau wissen, wofür Sie den Mac Studio benötigen und wie viel Leistung dafür nötig ist, da eine nachträgliche Wartung oder Aufrüstung schlicht nicht möglich sind. Der nächste Produkt ist ASRock Desk Mini X300. Nur 80 mm hoch und 155 mm breit und lang ist das Gehäuse mit Mainboard von ASRock. Trotz dieser äußerst geringen Abmessungen finden zwei Speichersteine, zwei SSDs für M.2 und zwei kleine 2,5 Zoll Festplatten darin Platz. So lässt sich ein ziemlich potenter Rechner zusammenbauen, der in Summe knapp 400 bis 500 Euro kosten sollte. Bei einfachen Aufgaben, wozu viele Multimedia-Anwendungen zählen, bleibt der Stromverbrauch im niedrigen zweistelligen Bereich. Bei höherer Auslastung dürfte der Kühler wegen seiner begrenzten Höhe aber hörbar werden. Zudem ist die Verfügbarkeit der Stromsparvarianten der passenden Prozessoren mit 35 Watt eher schlecht im Vergleich zu Modellen mit 65 Watt wie dem AMD Ryzen 3 3200G. Diese müssen jedoch entsprechend stärker gekühlt werden. Dass das WLAN-Modul fehlt, wirkt wenig zeitgemäß, zumal die kleinen Adapter für M.2 nicht wirklich als Preistreiber bekannt sind. Der nächste Produkt ist Asus Mini PC PN50. Als Herzstück steht ein ziemlich leistungsstarker Prozessor von AMD zur Verfügung, der mit nur 15 Watt üblicherweise in Notebooks verbaut wird. Besonders die beiden größeren Varianten in Form eines Ryzen 7 könnten auch in einem Gaming-PC der Mittelklasse eingesetzt werden. Wegen der fehlenden Grafikkarte beschränkt sich der PN50 aber eher auf Multimedia und Streaming. Durch die breite Auswahl an Anschlüssen kann er trotz seines Mini-Formats wie ein großer verwendet werden. Es passen zwei Arbeitsspeichersteine und zwei Festplatten hinein. Dank Wi-Fi 6 und Bluetooth ist die schnelle Vernetzung gesichert. Einzig die Wärmeentwicklung der Prozessoren ist ein wenig problematisch. Vor allem ist die Lüftung hörbar, was etwa den Einsatz im Wohnzimmer weniger attraktiv macht. Das Problem haben aber auch die potenteren Modelle des Intel Nuke, die wie der Nuke 8 i7B bei weniger Leistung ähnlich teuer sind. Der nächste Produkt ist Apple iMac 27 Zoll 2020. Eines vorweg, wer auf ein neues Design gehofft hat, wird mit dem 27 Zoll großen 2020er iMac von Apple enttäuscht. Denn Apple setzt auf das altbekannte Chassis und verpasst dem All-in-One-Klassiker lediglich eine innere Hardware-Verjüngungskur. Das Display bleibt regulär unverändert. Es ist so farbgenau und leuchtstark, dass professionelle Medienbearbeitung ohne Probleme durchführbar ist, egal, ob Sie Fotos bearbeiten oder in der professionellen Videoproduktion tätig sind. Erstmals bietet Apple jedoch das vom Pro Display X die A-bekannte Nanotexturglas als Option an, wodurch eine effektive Entspiegelung erzielt wird. Der Aufpreis: satte 609 Euro. Da lohnt es sich vermutlich mehr, den Schreibtisch vom Fenster wegzudrehen. Die Auflösung bleibt bei 5K, also 5120 x 2880 Pixeln, was für beeindruckende Bildschärfe sorgt.
Apple hat den verfügbaren Prozessoren ein Update verpasst und liefert nun wahlweise eine Intel-CPU der 10. Generation vom Typ Core i5, Core i7 oder Core i9. Mittlerweile stehen keine alten HDDs oder Hybridlösungen mehr zur Wahl, ausschließlich SSDs von 256 GB bis hin zu 8 TB. Auf der Rückseite des Chassis tummeln sich zwei Thunderbolt 3 Buchsen, USB-C-Steckertyp, 4 USB-A-Anschlüsse, ein SDXC-Kartensteckplatz, AS2, sowie eine Kopfhörerbuchse. Je nach Option steht Ihnen zudem reguläres Gigabit Ethernet oder 10 Gigabit Ethernet zur Verfügung. Bei Medienarbeitern, Grafikern und an professionellen Arbeitsplätzen, an denen macOS-Systeme gewünscht sind, dürfte sich der neue iMac mit deutlich weniger Falten im Gesicht sehr wohl fühlen. Dabei ist für die Leistung des Geräts lediglich entscheidend, wie dick Ihr Geldbeutel ist. Dick muss er in jedem Fall sein. Dann sind theoretisch auch Systeme mit Core i9 CPU, 128 GB RAM und 16 GB Grafikspeicher möglich. Der nächste Produkt ist Apple iMac 24 Zoll, 2021. Apple hat ein Ass im Ärmel. Mit dem M1-Prozessor bietet der amerikanische Technikriese eine ernstzunehmende Alternative zu den zuvor genutzten und bei Windows PCs verbreiteten Intel-Prozessoren. Seinen Wert kann der M1-Prozessor nun nach dem Mac Mini mit M1-Prozessor auch beim All-in-One-Computer iMac unter Beweis stellen. Der neue 24-Zöller, der diesmal ohne alternative 27-Zoll-Alternative angekündigt worden ist, unterscheidet sich optisch klar von den Vorgängergenerationen. In dem sehr flachen Gehäuse bringt Apple ein verbessertes IPS-Display mit einer ungewohnten, aber äußerst scharfen 4,5K-Auflösung unter. Wie üblich ist die Farbdarstellung ab Werk ziemlich akkurat und ermöglicht sorgenfreie Video- und Bildbearbeitung auf semiprofessionellem Niveau. Die Bildschirmoberfläche spiegelt, weshalb sich der iMac weiterhin eher ein schattiges Plätzchen wünscht. Der Prozessor arbeitet genau wie beim Mac Mini erstaunlich flott. Selbst anspruchsvollere Aufgaben wie Videobearbeitung sind kein Hindernis für den Apple-Chipsatz. Medienbearbeiter mit hohen Ansprüchen dürften sich aber über den auf nur 8 GB beschränkten Arbeitsspeicher ärgern. Wer die etwas mageren 512 GB SSD-Speicher in der teuren Maximalkonfiguration erweitern möchte, hat dafür bis zu 4 Thunderbolt-Anschlüsse zur Verfügung. Das Einstiegsmodell bietet wiederum nur 2 Thunderbolt-Slots. Der nächste Produkt ist HP Z2 Mini G5. HPs Mini-Workstation bietet viel Leistung auf kleinstem Raum. Der erschwingliche Mini-Rechner setzt auf Intel-Prozessoren der 10. Generation, die mit bis zu 8 Kernen aufwarten. Hinzu kommen dedizierte Grafiklösungen der Marke Nvidia Quadro, die in CAD- und Rendering-Anwendungen klare Vorzüge gegenüber Gaming-Grafikkarten genießen. Das Kompaktsystem ist überraschend einfach zu warten. Die Klappe lässt sich ohne Schraubenzieher und Co. öffnen und der Kühler nach oben klappen. So können Sie problemlos an RAM und M.2 SSD ran. Das Leistungsniveau ist nicht zuletzt dank des Boost-Modus gut. Bei längerer Last kann es aber zu Performance-Einbrüchen kommen, damit die Temperatur im grünen Bereich bleibt. Der Lüfter gibt sich hörbar Mühe, unter Last ist der kleine Schreibtisch-PC sehr laut. Undefined.